Höhenmeter einfach. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mir jetzt zu Breakpoint wieder was angesehen. Und das haben sie sehr ordentlich verbessert. Zumindest jetzt am Anfang. Hätte ich das vorher schon gewusst oder hätte ich das schon früh gekauft? Okay. Ja, wenn es wirklich gut ist, dann kann man sich ja noch überlegen, dann abzubringen. Ich habe halt jetzt nicht erkannt, aber ich habe nicht erkannt, dass ich Zusatzinhalte hätte oder so. Gut, dass man sie im Steam drinnen steht. Eben, drum sage ich ja. Ist oder nicht. Das ist nicht erkannt, oder? Aber wie gesagt, 3,99 glaube ich auch nicht, dass da das dabei war. Oh gut, das würde eh noch dauern. 3,99 glaube ich auch nicht. Ja, stimmt. Also Medieval dauert noch sicher noch fix lang, auch jetzt durchs neue Ziel. Das sind auch mehr. Ja, generell auch. Wenn sie nur einziehen. Also ich würde schon gerne mal mein Kind übernehmen. Kannst du es ja jetzt auch übernehmen von der Mutter. Ja, das ist man. Aufwachsen sind. Vielleicht ohne Anhänger da drunter. Wow, du bist geschlittert. So will ich nicht runterfahren. Ich würde den Weg entlang fahren. Ach, du hast das umgekehrt. Wie umgekehrt? Du hast den Holzauflieger-Heck, du hast hinten einen kleinen Anhänger quasi da. Das ist ein Heck quasi. Mhm. Da unten bist du schon? Ja. Da den Weg musst du runterfahren. Und 7 Days sowieso auch. 7 Days, ne. Also bin ich ziemlich dauerhaft die ganze Zeit schon. Das ist halt auch ein Game, ich wüsste gar nicht, was ich da selber bauen soll oder kann. Weißt du, ich meine? Weil bauen hast du immer du übernommen zum Beispiel. Ja? Weißt du, ich meine? Aber du kannst auch was bauen. Du kannst ja alles bauen, aber jetzt kannst du eine ganze Hütte hinstellen. Auch einfach nur durch die Bausteine, aber oder also, hat man auch Spitzdecke oder so? Ja, du kannst ein normales Gebäude wie dort steht nachbauen. Mit Einrichtung und so. Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Darum habe ich gesagt, ich baue mir dann eine Villa hin mit Pool. Irgendwann. Mhm. Das war ernst gemeint. Okay. So. Sieht halt auch nicht, wo du hängst. Fang mal das Problem an. Ich kann jetzt auch keine Winde lösen. Wieso lösen? Hast du schon ankoppeln? Mhm. Alter. Was denn? Abgerissen ist. Upsi, ich hab die Handbremse. Oh, Alter. Ups. Ja, das. Okay, ich glaube, jetzt geht's. Warte mal vorbei, glaube ich. Warte. Fahr du mal vorbei. Das kann ich dann immer wenden. Wieso willst du dich wenden?
Ja, ich muss da um die Kurve. Ich komme aber nicht um die Kurve, wenn ich da schon halb den Berg rumstehe. Ach so. Muss ich zurückschieben und da stehst du. Kannst du da nicht rauffahren, bitte? Brauche ich mich ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber ich glaube, das sieht ich ja. Jetzt wollte ich einmal die verschissene Abkürzung nehmen darüber und schon bin ich hängen geblieben, Alter. Danke auf jeden Fall fürs Rausziehen. Bis schon. Das hat sich jetzt nicht gemacht. Okay, bei dir ist das länger. Ich kann dann wahrscheinlich keine Länge. Eine langen Stämme transportieren. Müsst du es ausprobieren? Habe ich mir auch noch Mittel. Man muss es mal überhaupt anschauen. Dann steht. Farm und Stadtlager. Bist du vorfahren oder bist du geschwinder? Ja, geht schon. Schau grad. Aber nur lange jetzt, oder? Nein, eh Mittel. Lange und Mittel müssen wir liefern. Aber zu unterschiedlichen Orten. Bis später. Ciao. Ist der halb 8 schon? Fast ja. Weiß ich nicht, ich hab nicht gesehen. Der Weg läuft in die Richtung. Ich glaube, ich höre dich. Ah, okay, du musst von rechts kommen, von links kommen. Das ist schon wieder so Baumstämme. Ja, das sind meine, die da liegen. Vom ersten Mal. Ich meine am Boden. Okay. Ja, aber das sind ja nicht deine, die sind ja vom Spieler. Baumstümpfe. Die da, also die Baumstümpfe. So. Wo man drüber fährt, okay. Baumstämme, ich glaube nicht, dass die da lang liegen. Oh, da jetzt bin ich schon wieder drüber gefahren. Ich muss nochmal hinkommen. Ich meine, wenn ich da nicht ganz gerade hinkomme. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme. Also diese Baumstümpfe sind Endgegner für mich. Diese Reifen. Steppert. Also, da komme ich lieber ab zuerst. Steppert, Alter. Ich probiere dich mal wegzuziehen. Und die Baumstümpfe. Nein, tun wir das nicht an. Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Ich kann den Windepunkt wieder nicht wählen. Kannst du Winde anbringen? Wenn ich Winde anbringen kann, könnte ich mich ausstellen. Mein Motor ist abgelaufen. Ich habe keine Winde. Was mache ich da falsch? Lass mich mal probieren. Also warte, da muss ich aus dem Auto raus, gell? Ja. Und das heißt, ich muss mich ins Lager versetzen.
So, bin aus dem Trakt draußen. Oh ja, bei mir geht's. Stell ich mich nur schnell, oder ich probiere mich aufzustellen, wenn es kein Problem ist. Ja. Aber ich verstehe das mit der Winde nicht, warum das nicht geht. Ich habe zwar die Auswahl, aber ich habe keinen zweiten Punkt zum Anbringen. Danke, geht schon. Ja, warte, ich geh wieder raus. So, du bist im anderen. Ja, ich hab mitgeholfen im Ziehen. Ich hab mitgeholfen im Ziehen. Ja, bei der Winde. Hat man sagen können, Winde ziehen. So. Labern, da liegen noch immer die Holzstämme. Jetzt geht's wieder. Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss ich aus dem Trucker mal raus oder rein. Das geht, dass irgendwie ein Glitch ist. Du bist zu hoch gelegt, gell? Darum hebt es sich aus. Mit den Reifen. Ja, vor allem der fährt ja auf den Baum schon rauf mit den Reifen. Da kann sich ja darauf wurschteln. Ja. Ja, also ich kann lange Stämme nehmen. Okay. Die gehören jetzt zum Sägewerk. Genau, das ist das bei der Stadt. Ja, ich weiß, ich muss schauen, ob ich da am besten hinfahren kann, aber auf die Seite ist hier unten von uns. Das steht drüber, über, weißt du das? Bei mir? Das? Ja. Bin gespannt, Alter. Ah ja. Bin gespannt. Bist du fast. Dem Weg, was du gefahren bist, hast du gesagt, das ist nicht gut. Nein. Das wäre meine erste Option gewesen. Okay, gut dann. Dann halt so. Naja, oh ja, du kannst schon. Du drehst jetzt um? Nein, so musst du ja nicht fahren. Was? So musst du ja nicht fahren. So muss ich nicht fahren. Du drehst jetzt wieder um, oder? Wie umdrehen?
So wie ich jetzt stehe, so frei. Maximal-Top. Ah, okay. Okay, ich fahre nämlich in die andere Richtung. Wie fährst du dann? Achso, du fährst den Außenbogen. Über die Tankstelle. Ah, und dann fährst du... Ja, okay. Weil da fährst du viel Beton, weißt du? Jo, da fahr ich so auch. Okay. Ich fahre ja nur das Stück raus, Beton über die Brücke und dann fahre ich auch fast wieder nur Beton. Schauen wir, welcher Weg schnell ist. Gut, auf Geschwindigkeit kommt es aber nicht an, sondern was man ankommt. Nee, aber Manu. Schauen wir, wer die bessere Route ausgebildet hat. Soll ich aufhören nach dem Abgewinn? Mhm. Wie schaut es dann nächste Woche aus? Aber eigentlich gut. Jetzt nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den Anhänger mittelgroße auch draufgeben kann oder ob ich da wieder einen kleineren brauche. Zum kleineren? Ich glaube schon. Ja, aber macht sehr, sehr viel Spaß auch. Also wie du sagst, ich glaube auch, bis wir Ghost spielen, ist es in Angebot wieder. Na 100%. Also ich sage mal vor Sommer. Nein. So. Schon da? Na, der ist auf der Straße. Okay. Schon dachte er, mega Mörder schnell.
Nein. Da will ich noch Pinsel gefunden. Danke. Ja. Ah, Isabella hat jetzt entdeckt, das sind so Schlüpfelfiguren und so und von Disney-Figuren, von wie ich Kind war noch. Mhm. Und sie hat nur gemeint, dass die das überlebt haben. Wenn sie schon zu alt sind. Musst du noch im Gelände fahren? Ein bisschen. Und ich auch. Aber ich bin bei der mittleren Tankstelle gleich. Was heißt? Hälfte vom Weg circa. Zwar vielleicht der längere Weg, aber da ist kaum wirklich tiefer Matsch. Ach so, du fährst wirklich komplett anders. Ich dachte eigentlich, du fährst da schon den... Aha. Da bin ich viel schneller. Weil du fährst aber der zweiten Tankstelle auch noch vorbei, oder? Nein, da fahre ich runter schon davor. Ich muss gleich anschauen, wo du da fährst. Ich bin verwirrt. Ich dachte eigentlich, du fährst nicht, wo du stecken geblieben bist, sondern die nächste, damit du das quasi überspringst. Also nicht überspringst, aber nicht fahren musst. Und dann übers Wasser, wo der Bohrer steht. Und vom Bohrer aus dann ist er weg. So dachte ich eigentlich. Ach so, ja, so hätte ich auch fahren können. Stimmt. So dachte ich, dass du eben hast. Ja, na, den Weg habe ich jetzt nicht überrissen. Also ich fahre sicher einen Ur-Mega-Mörder-Umweg. So. Die lange Holzmission kann ich mich gar nicht erinnern. Ich habe ziemlich zum Schluss gemacht, weil es eben keine Story-Aufgabe war. Ich glaube, wir haben überhaupt nur die Story durchgerusht teilweise, kann das sein? Wir haben... Aufgaben haben wir schon, also Aufträge haben wir schon alle gemacht. Aufgaben haben wir nicht alle gemacht. Ah, okay. Und du hast recht, Mudrunner habe ich noch nicht drauf. YouTube-Kanal. Das haben wir davor irgendwann gemacht. Ja, krass eigentlich. Was denn? Dass es so lang schon her ist.